Interessanter Junge, nicht besonders, aber immerhin interessant. Ich weiß nicht, Herr Daggery, er ist noch ein Kind, wir sollten ihn nicht in die Sachen hinein. Aber er hat ein gutes Argument eingebracht. Du warst dünner, als ich dich in die Sachen hineingezogen habe. Das ist was anderes? Warum? Na, das war ich. Ich konnte damit umgehen. Ja, ich will noch mich mit jemandem unterhalten. Würdest du am Wagen warten? Ich wollte mich eigentlich noch ein wenig umsehen. Willst du mich wirklich am Wagen warten? Du hast doch nur Angst, mein Hund könnte dir auf die Sitze gepinkelt haben. Der Gedanke ist mir gekommen. Also pass auf, Fena schläft bestimmt noch und sie macht mit den Autos. Außerdem wollte ich ihn noch fragen, was ist eigentlich mit dieser 3000 Jahre alten toten Magierin, die sie jetzt zurückholen wollen? Ja, wie soll ich sagen? Sie war mein Ex-Freundin. Deine was? Das ist eine Erklärung. Wahrscheinlich will ich die. Willst du dich setzen? Ah, ich setze. Ah, nee, lieber doch nicht. Ich muss rumrennen, ich muss mich bewegen. Erzähl du mir deine Geschichte. Wo soll ich anfangen? Wie wär's bei gelegentlichem Skelett-Sex? Oh, warte, warte. Hm. Warst du schon tot, als ihr zusammen wart, oder warst du noch am Leben? Schon tot. Na, das wird eine interessante Story. Also wenn ihr wissen wollt, wie Skelett-Sex funktioniert und wie ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann solltet ihr euch dringend den neuen Band von Skadagory Pleasant, Auferstehung, kaufen, lesen und dann wisst ihr Bescheid. Das klingt schon wieder. Vielen Dank. Dankeschön.